Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Ja, ich muss noch ein bisschen was nachholen, Leute. Ich habe ja jetzt einiges in Items bekommen, die will ich ganz schnell vorlesen. Ich gebe auch zu, ich habe online mal geschaut, denn bis eure Kommentare dazu kommen diesbezüglich, kann es sein, dass ich nicht rechtzeitig zum Aufnehmen komme. Und dann gibt es vielleicht mal so 1-2 Tage keine Parts und das ist ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem, ich lese es alles und werde versuchen, auf Tipps einzugehen. Wie gesagt, solange es jetzt keine Spoiler sind. Na gut, Riesenfürstenseele. Die Seele des Riesenfürsten, der einst Dranglake eroberte. Die Riesen kamen an den Nordufern an und belagerten König Vendriks Schloss, um sich einen unermesslichen Schatz zu sichern. Ja, das ist die vom Riesen mit dem Schwert, den ich letztes Mal besiegt habe, den Boss. Was habe ich noch Schönes? Das Ei. Da weiß ich, was ich mit zu tun habe. Also wie gesagt, ich habe halt nachgeschaut. Und noch was. Ich habe noch ein Schlüssel-Item bekommen. Sympathie der Riesen. Jeder König hat seinen rechtmäßigen Thron und wenn er auf ihm sitzt, sieht er, was er zu sehen wünscht. Aber vielleicht zeigt der Thron auch dem König nur das, was er zeigen möchte. Ja, gewährt Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Also, ihr habt mir es ja schon gesagt, die Thronwächter, also die beiden, die ich besiegt habe, auch als Bosse. Boss 27 war das, glaube ich. Da geht es dann doch weiter. Ja, und da wartet tatsächlich der letzte Boss auf mich. Ich kann mir schon denken, wer es ist, bevor ihr es schreibt. Bitte tut's nicht, weil es wird noch so ein paar Parts dauern. Ich möchte jetzt noch das ganze Trägliche aufholen. Unter anderem gehen wir zum Eisenschloss, genau. Zum Eisenschloss. Und was wir dort tun, das seht ihr gleich. So, ich hatte ja zuerst vermutet, dass ich das Ei vielleicht bei den Krähen abgeben muss, aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so, das müssen wir woanders hinpacken, das zeige ich euch gleich. Da kann ich schnell durchflitzen. Erstmal die hier erledigen und dann ist das... Moin. Warum wirst du nicht gestaggert, du Schweinebär? Hallo? Ja, im Prinzip ist es egal, ob ich jetzt ein bisschen Lebensenergie verliere. Das kümmert nicht. Ja, und noch eine Sache. Auch wieder mit dem Ascheherz, was ich bekommen habe. Da kommt man gar nicht drauf, Leute, was ich da nachgelesen habe. Ich habe wirklich nur die Items nachgeschaut bei der Wiki und dann erklärt sich ja alles von selbst. What is that? A petrified egg? In the shrine. Fantastic. Might you give it to me? I'm fascinated by it. I'm begging you. Ja, irgendwie war es klar. Der gute Magarold nämlich ist ja ein Kuriositätenhändler. Very kind of you. Could it be a dragon egg? I feel invigorated just by holding it. Ah, ihr könnt den Eid der Drachenüberreste jetzt leisten. Bitte was? Bei ihm? Well, you again. Okay, ernsthaft? Dann mache ich das mal. Das stand nicht dabei. Ich habe nur gesehen, gibt es Magarold. Uraltes Drachensiegel und Drachenauge sowie uralter Eid. Interessant. Das habe ich schon auf PC gesehen. Da hat einer. Da lag ein. Ja, wie soll ich sagen? Wie so ein transparentes Drachenauge auf dem Boden. Und da konnte ich jemanden beschwören. Wahrscheinlich ist das auch so ein Beschwörteil eben. Warte mal. Nein, was mache ich denn schon wieder? Es ist so verwirrend. Wo ist denn das Drachenauge? Da. Überfällt eine Welt mit einer Drachenschuppe. Online-Spielobjekt. Überfällt eine Welt mit einer Drachenschuppe, um die Schuppe des Herrn, ihres Herrn zu erhalten. Wenn der menschliche Leib unsere größte Schwäche ist, dann sind jene die wahren Vorreiter, die nach einer uralte, was? Die nach einer uralte Drachen imitierenden Form streben. Ach so. Krasse Sache. Ja, das gab's ja auch in Dark Souls unten im Aschesee. In Dark Souls 1 unter Schandstadt. Aber ich fand den Covenant jetzt nie so richtig interessant. Das war, glaube ich, ein neutral böser. Habe ich alles schon mal erzählt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Naja, und dem können wir jetzt wohl die Drachenschuppen abgeben, die ich hier schon habe. Also diese... Wo haben wir es denn? Wo sind denn die? Da hatte ich da auch schon eine in der Hand. Das sind doch... Diese hier. Da, Drachenschuppe. Sehr gut. Na gut, ich werde da jetzt nichts weiter machen, aber kann ich nochmal mit ihm quatschen? You know that old fella with the hulking blue sword? He talks really oily of it, but I got a feeling it's a fake.
I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Have you heard of the shrine on the eastern edge of Drang Lake? Built to honor the dragons, they say. If only I knew how to get there. I'd go and I'd claim it for goodies. Very well. Ja, der Schrein. Da hat er recht. Das ist der Schrein, an dem wir waren. An dem jetzt wirklich eine ganze Menge zu holen. Ich laufe jetzt übrigens schnell zum Leuchtfeuer, weil das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich jetzt die Feder benutze. Ja, ernsthaft. Ladezeiten, bei mir zumindest 40 Sekunden. Ich weiß, die sind nicht bei jedem so lang, aber... Ja, ich schaue jedes Mal auf die Uhr und glaubt mir, es ist so. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich wollte nochmal zu Aldias Festung. Ich bin ja gerade untot. Ja, das habt ihr mir geschrieben, denn da soll sich was ändern. Wo ist jetzt Aldias Festung? Da. Es soll sich was ändern und wir können... Ja, ihr seht's gleich. Ja, denn, wie soll ich sagen, viele NPCs sind so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, aber die haben zwei Persönlichkeiten, kann man fast sagen. Sie reagieren eben anders auf uns, wenn wir untot sind. Respektive lebendig. Oder menschlich. Wir sind ja lebendig, wir sind halt nur nicht... Ja, ihr wisst schon. So, ich hoffe mal, er ist noch da. Ich weiß es gar nicht so. Ach, guck mal, du bist jetzt draußen aus deinem Käfig wegen dem Drachenkopf. Ich finde es übrigens lustig, dass das so viele dran gestorben sein sollen, wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Dafür, dass ich in jede Kugel reingerannt bin, die dieses Spiel hatte, diese Kugelfallen, die überlebt habe hier, ist es schon was Gutes, glaube ich. Aber wie gesagt, ich kannte das hier aus einer Präse mit dem Drachenkopf. Das ist so geil. I'll spend some time traveling the lands. Slowly tracking my new mark. I'll spend some time. Okay, ich bin gerade untot. Kann es sein, dass ich dafür lebendig sein muss? Ich probier's mal kurz. Ich weiß nämlich, dass ich hier mit meiner Kriegerin einkaufen konnte. Ja, seht ihr, jetzt kann ich nämlich einkaufen bei ihm. Er hat Klamotten, Astrologenklamotten und diese schwarze Hexenklamotten. Die hier ist quasi, ja, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Mützen, die einem mehr Zaubereinstimmungen gewähren. Zum Beispiel die von Licia, dieser schwarze Hexenhut und die Hexermütze, diese Hexerkapuze. Ich weiß nicht, welches hier von der beste ist, aber ich habe jetzt mit meinem Magier die Hexerkapuze. Die mit diesen ganzen Runen drauf ist sehr nett. Und den Donnerquarzring plus 2, aber ich glaube, den habe ich schon. Was gibt's hier noch? Alles uninteressant. Na gut, es gibt halt rotes Wasser. Und es gibt die große Zauberwaffe. Ja, wie gesagt, ist jetzt nichts Wildes dabei, aber ich wollte es euch nochmal zeigen, weil ihr darauf gepocht habt, so ein paar in den Kommentaren. Und deswegen, ja, die Klamotten, die zeige ich dann nächstes Mal, weil ich habe jetzt nicht die Seelen, um alles zu kaufen. Mit meiner Kriegerin habe ich die ja schon und wenn ich mit ihr das New Game Plus dann zeige, ne, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, ich werde sie auch mal ein bisschen umskillen, weil ich habe mit ihr noch 3 Seelengefäße oder so. Weil Stärke finde ich ein bisschen zu leicht, wirklich. Also ich habe die Stärke-Skillung mit ihr ausprobiert, die finde ich so... weiß nicht, also wenn ich Bosse mit 4-5 Schlägen umhauen kann, dann ist mir das doch ein bisschen zu stark. Wirklich, ich mache mit der R2-Attacke, glaube ich, über 1000 Schaden mit der Keule plus 10. Das ist so krass überstark, das Teil. Dann noch Blitz drauf und dann gute Nacht, ne? So, wo gehen wir noch hin? Hier haben wir gesagt, Egdain. Egdain, wie heißt der? Egdain? Ich weiß es gar nicht. So, wo haben wir den denn? In der Gruft der Untoten. Da gehe ich mal hin. Gehen wir zum Vorgarten. Ja, Egdain hat nämlich auch noch was für uns. Ich glaub's zumindest. Ich weiß gar nicht, ob's nach Weltstadt... Oder war es nach Vendrick? Auf jeden Fall, Vendrick werde ich auch noch besiegen, keine Sorge. Ich werde auch noch den... Ja, der übrigens doch ein Boss ist. Nicht wie ich dachte, das... Naja, das war eigentlich ziemlich offensichtlich, gebe ich zu. Dieser riesige Drache im Drachenschrein, den habt ihr auch gemeint. Als ihr sagtet, ah, der Größte ist gleichzeitig der stärkste Boss. Hallo, Kinder. Hört ihr mal auf mit eurem... Warum bin ich vergiftet? Mit eurem Schattengesülz hier. Das finde ich nicht toll. Ja, ich mache kein Licht, Egdain. Bleib mal ruhig. Geschmeidig. Bleib geschmeidig. And all those who bear it are unwelcome in this place.
Okay. What do you require, human? You have met the king, have you? Life is never easy, never fair. Even more so on this path you've chosen. May you find your peace one day. Take these with you. You may need them as proof of your visit here. Okay, Dunkeldrift, schwarzes Ekdain-Gewand, Ekdains Ärmel und Ekdains Rock. Cool. Coole Sache. Crude human. Do as you please. Nenn mich nicht primitiv. Nur weil ich ein Hau drauf bin. Und kein Magier oder sowas. Na gut, schauen wir uns das Ding mal an. Was hat er uns gegeben? Dunkeldrift. Katana des Grabwächters Ekdain mit einer kristallklaren Klinge und einem starken Angriff, der durch feindliche Schilde dringt. Achso. Dieses Katana wurde ursprünglich von jenem geführt, der uns den ersten Tod gab und besteht immer noch unvollkommen zwischen den Welten. Ist das Nito? Ja. Ich weiß, Nito. Milfa Nito, die Guten, die von dem ersten großen Toten das Singen beigebracht bekommen haben. Ich find's übrigens ziemlich unschmeichelhaft, dass die Milf als Präfix haben quasi. Naja, Effekt, Schilddurchdringung, schwerer Angriff. Ja, ernsthaft, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ihr das gesagt habt. Beziehungsweise habe ich das auch woanders gelesen. So, gucken wir erstmal, was hat denn das Ding für Werte? Aha, C auf Geschicklichkeit, das ist ja nicht so geil. Sieht es dann wenigstens gut aus? Oh, das ist eine Schattenklinge, die sieht man gar nicht. Cool. Naja, was heißt cool? Also, mir eigentlich relativ egal, das Ding. Und die Klamotten. So, gucken wir die Klamotten nochmal. Wo ist es dann? Ekdains. Hat er mir keinen Kopf gegeben? Schwarzes Ekdain-Gewand. Von Ekdain aus der Gruft der Untoten getragenes Gewand. Das Leben ist Leiden oder Karma, wie es einige formuliert haben. Der Griff des Todes wartet auf uns alle. Doch bedeutet der Tod auch ein Ende des Leidens? Nee, da geht's erst los, würde ich sagen. Vor allem, wenn man verflucht ist. Okay, das ist dasselbe. Und Ekdains Rock. Genau dasselbe. So, zu guter Letzt, bevor ich die Bosse mache. Haha. ich mache das jetzt mit einer Feder. Würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz zu Straight und zu Ornifex. So, bin ich immer gespannt. Ne? Die schießen gleich wieder auf mich, allesamt. Dankeschön, lasst mich mal bitte in Ruhe, Jungs und Mädels. Ah, da kommen sie schon geflogen, die Dinger. So, was hast du denn Schönes? Kann ich nochmal mit dir quatschen? It's hard to believe now. But this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of... Oh, Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen? Muss ich unterbrechen? Come again. Diese Spideys, die wollten mich jetzt von hinten überraschen. Habt ihr gesehen? Kleine Drecksäcke. Ja, tut mir leid, wie gesagt, Onifex, wenn ich dich unterbrochen habe. So, was kannst du dem noch verkaufen? Oh, Dornen Großschwert vom Spiegelritter. Ein aus der Seele des Spiegelritters geschmiedetes Großschwert. Schwere Angriffe entfesseln die im Inneren wohnende Macht. In Erwartung des Fürchterlichen entfloh der König dem Schloss und kehrte nie zurück. Des Fürchterlichen, okay. Sein ihm auf ewig gegebener Krieger steht jedoch weiterhin bereit, um all jene zu vernichten, die ihn herausfordern. Spezialangriff, schwerer Angriff, aha. So, das Thronverteidigerschwert. Vom Thronverteidiger geführtes Großschwert setzt seine wahre Kraft frei, um euch in Magie zu umhüllen. Seit einer wahren Ewigkeit wacht der Verteidiger am Thron. Ob sein Warten wohl belohnt wird? Und das Wächtergroßschwert. Das hat ein B auf Intelligenz? Okay. Vom Thronwächter geführtes Großschwert setzt seine wahre Kraft frei, um euch in Magie zu umhüllen. Der Wächter schützt... schützt vor allem. Oh, was ist das denn? Vom Drachenwächter. Drakenschwingen Ultragroßschwert. Bitte was? Ein mit Drakenschwingen verziertes Schwert nutzt den schweren Angriff, um die in ihm schlummernde Kraft zu entfesseln. Die Klinge dieses Schwertes besteht aus zwei Teilen. Mit Schmettern hat man beim Schwingen mehr Erfolg als mit Schlitzen. Nutzt den schweren Angriff, um seine wahre Kraft zu entfesseln.
Draken sind vermutlich Nachfahren der uralten Drachen. Und obwohl ihre Kraft im Vergleich zu den Legenden kaum der Rede wert ist, sind sie für die Menschen doch mächtige Bestien. Leute, das hole ich mir. Das hat ein B auf Geschicklichkeit. Wow. So, die hatten wir schon. Weltstadtseele. Großhammer des Königs Aegis. Er hat lange im Dunkeln der Gruft der Untoten gelegen, doch hat die Macht des Segens dieses Hammers nicht ganz nachgelassen und kann mit einem schweren Angriff freigesetzt werden. Zur Weltstadt der Königs-Aegis schenkte dem König sein Leben und seinen Tod. Aber der war noch lebendig, oder? Würde ich behaupten. Hammer des Eisenkönigs, den hatte ich schon. Drachenwächterseele. Oh, jetzt habe ich... Na, egal. Ein angeblich in Aldia geschmiedeter Speer enthält die Macht der großen oder einer großen Flamme, die bei schweren Angriffen entfesselt wird. Der mysteriöse Fürst Aldia zog sich auf ein Rittergut zurück, um Experimente durchzuführen. Wer auf das Gut eingeladen wurde, verschwand und wurde schließlich durch missgestaltete Bestien ersetzt, die die Hallen durchstreiften. Okay, netter Typ. Thronwächter. Ah, seht mal, die haben sogar noch Schilde. Was haben die denn? Das hat 100% und braucht nur 15 Stärke. Wutz? Ich glaube, ich hole mir die beiden. Kleiner, vom Thronwächter verwendeter Schild, aus einer alten, heiligen Glocke gefertigt. Der Wächter wacht schon seit Urzeiten über den Thron, ob Wünsche erfüllt werden. Der Schild des Thronenverteidigers, von mächtiger Magie durchdrungen. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken, ich muss die ganze Zeit... Seit einer wahren Ewigkeit wacht der Verteidiger am Thron, ob sein Warten wohl belohnt wird? Ja, kaufe ich mir mal beide. Und Spiegelritterschild, aha. Der Königsspiegel, ein aus der Seele des Spiegelritters geschmiedeter Großschild, kann Zauber abwehren. Der Spiegel im Schloss gilt als einziger Übergang in eine andere Welt. Aha. Aber 35 Stärke. Dafür brauche ich Wille. Na gut, es hat auch Strom, also Blitzangriff. Das ist geil. Ich habe gehört, eine Dex-Wille-Skillung ist richtig gut. Naja, aber ich hole mir erstmal nichts davon. Ich weiß. Eigentlich ist es egal, ich könnte mir alles holen. Aber ich will ja ein bisschen was fürs New Game Plus aufheben, nicht wahr? Da mache ich dann auch gleich Platin und zeige, oder ich versuche zumindest die ganzen Questlines zu zeigen. Was, wo? Ich habe übrigens gehört, dass das tatsächlich wohl noch gefixt werden soll, dass wenn Gegner zum Schlag ausholen und man in dem Moment zuhaut, man selber Schaden bekommt, weil das ist irgendwie auch ein bisschen unlogisch, oder? Naja, egal, wir gehen zu Straight und dann werde ich vielleicht auch mal kurz die Schwerter austesten. Straights Zelle. Da habe ich zum Glück schon alles weggefarmt, diese explodierenden Ärsche. Ich kann es euch flüstern, das sind echte Blödmänner gewesen. Die haben mich einmal fast erwischt, als ich hier nicht aufmerksam war. Da kam von unten noch einer hoch. Naja. Kommt der noch? Ach, sieh mal, hier die Zelle habe ich gar nicht aufgeschlossen übrigens. Festungsschlüssel. Tada! Und hier ist... Oh, da ist was drin. Steine der Drachenknochen und Feuerbomben. Okay. Habe ich gar nicht entdeckt mit meiner Kriegerin. Ich habe nämlich nur hier aufgeschlossen, habe gemerkt... Ui, da geht's ja gar nicht weiter. Da ist ja ein Loch drin. Toll, ne? Einfach mal voll getrollt mal wieder. So straight. Well, this is a most peculiar soul. Very good indeed. Unusual souls produce unusual spells. Ja, finde ich auch total lustig, straight. Ich mag ihn aber irgendwie. Das ist so ein ganz komischer Charakter, der aber bestimmt super drauf ist. Naja, auf seine komische, verschrobene Art eben. So, was haben wir? Gerippefürstenseele, die hatte ich schon. Streitwagenlands hatten wir auch. Die Fleckenpeitsche, die habe ich mir noch nicht angesehen. Eine aus der Seele der Sangesdämonen gefertigte Peitsche, mit merkwürdigen Flecken bedeckt, die von ihrer giftigen Wirkung künden. Die volle Stimme der Dämonen soll, ganz anders als ihr grässliches Äußeres, Leute anlocken, auf dass sie vertilgen kann. Die hole ich mir auch mal. Fieber. Die Schnauze, ich hab dir gerade eine Seele in den Hintern gesteckt, also sei mal nicht so, ne? So, das wirst du geklärt haben. Ach komm, das Schwert, was hat denn das für ein 87 schon? Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, obwohl ich nicht so auf Großschwerter stehe. Ja, das ist eben diese Bewegung hier. In engen Gängen kann das eigentlich den Tod bedeuten, wenn man da so zuschlägt. Wow! Okay, das ist cool, aber das kostet ganz schön viel Haltbarkeit. Okay, das ist cool. Der Angriff hier, der ist brauchbar. So ein Vertical Slash. Ich mag diese Horizontalangriffe nicht so, deswegen stehe ich so auf die Stichwaffen hier. Weil, ja, seht mal. Ding.
Dann passiert sowas und dann ist die ganze Ausdauer und der Schlag für den Popo. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz. Ja, gehen wir nochmal zu McDoof. McDoof? Und da werde ich nochmal ein bisschen upgraden. Mal gucken, was das so bringt. Ich brauche ja eh nichts mehr. Also prinzipiell, ich meine, ich kann mir jetzt die ganzen Waffen upgraden, die ich mir hier geholt habe und nochmal gucken, was das so bringt, aber... Naja, nee, will ich gar nicht. Na, geht doch. Nee. So verzögert alles. Nee, nicht durchdringen, ich will sie verstärken. Was bräuchte... Ja, war mir irgendwie klar, Drachenknochen. Oh, guck mal, der Zuwachs, 40 Schaden direkt mal, ne? Das ist schon krass. Und hier nochmal, 40, 41, 41. Krank, einfach krank. Guck mal, das macht schon 300 fast beim nächsten. Sollen wir noch Nodachi? Nee, wollte ich nicht. Nee. Was wollte ich noch? Die Schilde vielleicht? Das ist eigentlich schon richtig gut, das Teil hier, ne? Das ist richtig gut, braucht aber Drachenknochen. Ja, die könnte ich mir jetzt farmen gehen, aber irgendwie... sehe ich da nicht so viel Sinn drin, oder? So, das haben wir auf 10. Das ist schön. Hätte das hier noch einen zusätzlichen Effekt, sowas wie Ausdauerregeneration, dann fände ich das echt gut. Aber die ganzen Ausdauerschilde, die haben eben nicht viel, ne? Die haben hier meistens physisch gerade mal 70 oder 80. Na, die Peitsche, die ist auch super, wenn man überlegt, dass das eigentlich nur zum Vergiften dient. Die Abbildglocke. Ach so, ich wollte noch zum Holy Diver wollte ich noch und ja, der von den Pilgern der Finsternis. Da bekommt man noch eine Glocke. Aber die zeige ich dann auch im New Game Plus mit meiner Kriegerin. Gut, Leute, ich würde sagen, nächstes Mal Vendrick, den werden wir uns dann vorknöpfen. Mal sehen, ob ich ihn gleich schaffe beim ersten Mal. Soll ziemlich schwer sein, der Boss. Also, ja, er hält halt viel aus, aber ich habe die ganzen Seelen aufgehoben. Die Riesenseelen. Wenn ich die jetzt ploppen würde, dann wäre er ungleich schwerer. Beziehungsweise, ich glaube, er teilt denselben Schaden aus. Er hält halt nur mehr aus, wenn man die ganzen Seelen jetzt konsumiert hätte. Naja, das werde ich natürlich nicht tun. Und, ja, danach kommt noch der andere Boss, der sich hier befindet. Ne? Aber dazu mehr. Und dann kommt der Endboss schon. Leider, leider. Dann ist das Spiel durch. Zumindest der erste Durchlauf. Wie gesagt, im zweiten gibt es dann Lore. Es gibt vielleicht ein bisschen PvP. Ich werde es auch online spielen auf PC. Meines Wissens kann man es auch gar nicht offline spielen. Außer Steam ist gerade wieder abgekackt. War bei mir jetzt zumindest die Tage oft so. Joa, was noch? Dann kommen noch Togethers, aber das ist alles Zukunftsmusik. Leute, es wäre lieb von euch, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, eure Unterstützung, wie immer. Wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Dark Souls Teil 2.